Was sollte also Ihre Aufgabe gewesen sein, sobald Sie hinausgeworfen wurden und einzutreten, gezwungen in diesen Raum, in dem Sie sich ein bisschen hin und her bewegen konnten, in dem alles das, was geschehen konnte, allein hier geschehen konnte, denn nachdem Sie die zweite Tür passiert hatten, konnte nichts mehr geschehen, weil da nichts mehr dann war, dass etwas geschehen machen konnte. Was also war der Auftrag, den Sie in diesem Labyrinth, in diesem Spiegellabyrinth zu erfüllen hatten?